ganz ehrlich, darauf muss er mal kommen, ne? Kommst du auch andersrum? Nein, 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 das ist Quatsch. Das ist der einzig wahre Weg. Der Affe hat übrigens minimal Angst in der komischen Höhle. Ich finde diesen Weg hier sehr adäquat. Ich darf mich bloß nicht mit irgendwelchen komischen Gästen hier rumärgern nochmal. Obwohl, wenn ich das nochmal mache, dann kriege ich wenigstens die XP voll. War das hier? Ah ne, da war unten der Scheißgeist. Hey! Hey! Ich hasse diesen Geist. Ich muss auch sagen, Rocker hat recht. Ihr habt zu viel Freude daran, dass den Spiel mich failen zu sehen. Ey! Okay, der Geist ist scheiße. Und wie kann ich den hier nicht ausweichen? Von allen. Also den... Ach, hier ist noch einer. Huh. Geht der hier besser? Hey! Ach, das ist der gleiche, oder? Weil der hatte schon übel Schaden genommen. Haha. Ich frage, wie du wieder aus der Schlange rauskommen bist. Das ist halt irgendwie passiert. Jetzt halt nicht mal so langweilig und frage nicht nach solchen Details. Okay, gut. Ich glaube, ich muss hier tatsächlich mal. Den hätte ich auch antätern können. Oh Mann! Ich durfte hier schon wieder so viel Heiltränke austrinken. Na, was soll's. Jetzt wo ich auch die Geister mal nicht alle getötet habe, stellt sich das hier ganz anders auch immer da, ne? So. Getrocknete Schlangeneingeweide. Das getrocknete Kaki vom Herz einer großen Schlange. Die große Schlange ist ein Gott des Landes und das Herz soll das Organ sein, in dem der Geist wohnt. Es ähnelt zwar einer Kaki-Frucht, doch sind die Eingeweide eines Gottes. Die Bewohner des versunkenen Tals bieten die Organe offenbar an und sehen sie als Vertreter des Gottes. Schön. Das ist durchaus prächtig. Ballon der Seelen, ja. Der macht doch mehr Drops, oder nicht, ja? Ich habe mir das Gefühl, das Haus geht langsam kaputt, oder? Enttäuscht das. Ich meine, der Balken ist gerade mehr eingebrochen als vorher. Ich könnte natürlich einfach rüberspringen. Mensch, ich probiere das gleich noch ein paar Mal. Göttliches Konfetti, yay. Nicht? Das macht vor allen Dingen mal so ein vielversprechendes Geräusch. Ich ärgere die arme Schlange ja schon sehr, ne? Okay, ich glaube, es verändert sich nichts. Oder?
würde mich halt einbinden, dass der Balken am Anfang nicht so zerbrochen aussah. Wie, so machen das doch professionelle Schwangenbeschwörer, oder? Na. Okay, gut, das ändert sich nichts. Glaube ich. Wer weiß das schon. Die arme Schlange eigentlich. Die weiß schon, warum sie hier keinen reingelassen hat. Oh. Ist das hier eigentlich Gold an den Wänden? Ist die Stahlhalsbalken? Die hält nämlich aus. In der Tat. Ich nehme an, ich muss nach oben weiter. Wer hat eigentlich dieses komische Haus hier gebaut? Oder ist das aber der große Trick, dass ich da durchweichen soll, wenn das Vieh gerade gegenhaut? Das kann nicht euer Plan sein, oder? Hm, das könnte klappen. Aber ja, wahrscheinlich eher nicht. Na komm, trink uns mal einen Handtag. Muss doch nicht gehen. Naja, ich kann. Oder? Nee. Ich kann nicht mal vorbei rennen. Also kommen wir hier schon mal nicht raus. Hinter der Stadt vielleicht? Auch nicht. Weiß der nicht. Unsichtbare Wände? Gibt's hier angeblich nicht. Ach, man kann weiter hochklettern. Ich habe bloß gerade wie gerade die Kamera so falsch gehalten, dass ich die Ecke nicht gesehen habe. Wo sind wir denn jetzt hier landet? Noch mehr Buddhas. Da unten ist auf jeden Fall erstmal Tiefen von Ashina. Wollte ich hier überhaupt hin? Ich habe das Gefühl, ich bin am falschen Ort. Wo sind wir denn jetzt? Oh, das ist eine Region. Hallo Tergatz. Das, die Brühe hier sieht irgendwie giftig aus. Ich glaube, wir sollten vermeiden, reinzufallen. Oder hinten hat mich jemand entdeckt. Das ist. Ach, scheiße. Oh nein, nicht die Typen wieder. Oh, oh Mann, ey, das ist so unfair. Wie stark das einfach nur ist. Na gut, jetzt wo es nur einer ist, ist es wahrscheinlich einfacher. Hey, ich würde ja nicht finishen, na gut. Also die Typen wohnen ja auch hier unten, das ist ja schön. Total beruhigend. Trotzdem, fernkämpfende Gegner haben bei mir immer noch keine Sympathiepunkte. Die sollen wiederkommen, wenn sie eine Sperr... Ach so, nein. Was macht ein Schlangenauge Shiragi hier unten? Achso, das ist Shiragi, das ist da. Achso, okay. Kann aber anscheinend die gleichen Moves. Ey, dieses dumme Rumtreten ist halt mega nervig. Also wirklich. Von allen Sachen, die meine Gegner können, also wirklich, das Rumtreten ist einfach der größte Scheiß. Warte mal. Kann ich hier vielleicht irgendwie mit den Subimari kaputt hauen? Nee. Zeig mir, wie ein Beeindruck. Och Mann, ey, wirklich! Oh, okay, jetzt ist es vorbei. Jetzt kann ich nichts mehr machen. Ich sogar eine Fog. Oh, nee. Ey, das ist halt total dumm. Kann ich die vielleicht entführen? Hm? Okay, gut, das ist. Das funktioniert nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. Fick dich, also wirklich. Ey, das ist der größte Scheiß in diesem Spiel, dieses Fernkampfgegner. Ich würde übrigens gerade jetzt auf, dass sie bereits halb tot ist, ne?
Also ich habe gar nicht so schlechte Erfolge gefeiert eigentlich bei ihr. Ich habe mich die ganze Zeit auf. Oh, fick dich, wirklich. Das ist total dumm. Fernkämpfende Gegner, ne? Ja, ich sterbe jetzt einfach mit Würde und alles. Oh, hier. Oh, das ist bestimmt Gift, oder? Das ist natürlich Gift. Ein schwerer Gap, das ist gar nicht so schlecht. Okay, vielleicht muss ich doch nicht mit Würde sterben, sondern kann einfach eiskalt rasten und neu versuchen. Haha! Ist echt gut daran, allen auszuweichen? Naja, nicht wirklich. Zeigen ihnen ist unfair. Ja, gut. Ich finde eher diese ganze Fernkampfscheiße halt irgendwie kacke. Mann, warum ist denn sie jetzt geaggrot? Oh, das ist doch echt dumm. Versuchen wir nochmal, das kriegen wir hin. Ja, das ist. Ich war auch selber erstaunt, wie viele Schüsse verloren gegangen sind. Ich weiß nicht, warum sie jetzt hier auf einmal das, die Aggro gezogen hat, also wirklich. Nee, das Ding nicht. Den Flammenwerfer habe ich auch schon lange nicht mehr probiert, ne? Den habe ich ganz am Anfang mal gegen diesen Ogre eigentlich mit relativ gutem Erfolg anführen können. Und seitdem ist eigentlich nichts zeitgleich mehr passiert. Es sah zumindest sehr sportlich aus, was ich gerade gemacht habe, das war aber eigentlich gar nicht mein Plan. Das Ding, sie guckt schon. Ja, ich muss sie aggroen. Das, wenn ich ja in einem kleinen Feld bleibe, von Shiragi, wie auch immer sie eigentlich heißt, denn greifen mich die anderen ja nicht an, denn ist ja eigentlich alles gut. Ich weiß immer nicht so richtig, wie sie jetzt um mich umhauen soll, aber... Bin ich sie nicht aggro, aber die scheiß Niederlage, das ist natürlich trotzdem. Also sie muss sterben, also ich habe gar keine andere Wahl. Hä? Was? Was ist das denn? Wie? Hey, wie? Wie zur Hölle? Wie funktioniert das denn bitte schön? Ich bin noch ausgewichen. Das geht gar nicht. Oh, echt jetzt. Echt jetzt. Ey, das ist halt echt behindert, wie viel Schaden die mit ihrer stumpfen Waffe macht. Jetzt bin ich wirklich gestorben. Nach so viel. Ah. Also ich bin mir gerade eigentlich nicht mehr gelevelt. Könnte ich Hilfe, yay. Aber es ist halt trotzdem scheiße, also echt jetzt. Informationscenter? Ich weiß nicht, keine Ahnung, wer der Informationscenter ist, aber... Jetzt hat's für ein Level gereicht. Das riecht auf. Also okay, das Feuerwerk, das war jetzt gerade eher nicht so doll. Der Schirm, der bringt ja auch nichts, ne?
versuch's vom Darkst. Das Ding habe ich ja die. Wie gesagt, die Hypothesen setze ich eigentlich viel zu selten ein, ne? Versuchen mal den geladenen Speer. Direkt nach der Axt. Es regt trotzdem auf, dass sie mit ihren komischen Schumpenkeulen so viel Damage drückt, also wirklich. Und das? Also wirklich, das ist eine Frechheit vorm Herrn. Dass das überhaupt möglich ist, dass es einen trotzdem erwischt. Oh, echt jetzt? Ach. Oh, Mann! Ey! Wie zur Hölle! Es darf nicht treffen! Es darf verfickt nochmal nicht treffen, wenn ich ganz woanders bin! Wie soll denn das bitte schön funktionieren? Das ist total dumm! Oh ja, ich treffe dich trotzdem. Bist zwar ausgewichen, aber ich zieh trotzdem ran. Oh, ey, das ist richtig dumm. Ich sehe gerade, ich habe gerade zwar keine göttliche Intervention gekriegt, aber ich habe noch Geld. Das sollte ich vielleicht mal schnell ausgeben. Ja, es ist offensichtlich ein Rundumschlag, aber es ist halt trotzdem dumm. Also wirklich. Ich stelle übrigens fest, die Axt war jetzt eher so mittelmäßig, um mich zu sagen, nicht überzeugend. Zumindest kann ich die Boten komplett blocken. Das gibt übrigens sehr positive Aussichten für die andere Shirafugi oder Shirafagi, wie auch immer die andere heißt, die oben ist. Das andere Schlangenauge. Weil... Die hier kriege ich ja nicht mal so kaputt. Ey! Ey, das ist halt echt dumm. Ey, ey, wirklich? Oh Mann! Was ist gerade mit dem Turm nicht richtig? Hört ihr das auch? Ihr hört das nicht, oder? Für mich hört sich der Ton sehr, sehr, sehr komisch an. Okay, gut, ihr hört es nicht. Das ist natürlich sehr interessant. Oh, echt jetzt? Sie erst nochmal an, das ist schön. Wenn sie erst nochmal für euch anhört, dann ist es. Dann leite ich einfach mal weiter die nächste Zeit. Also für mich hört sich der Ton so ganz komisch an. Ich könnte es schlecht vorspielen, ich könnte jetzt die Kopfhörer ans Mikrofon halten, aber. Ach, ihr wollt es gar nicht hören, das hört sich als. Das irgendein Ton fährt, das liegt irgendwie daran, die Art und Weise, wie das überträgt. Das ist in der Sekunde passiert, wo ich
so sehr deprimiert ins Mikrofon geschrien habe und... Das sollte sich auf jeden Fall nicht so anhören. Ich weiß nicht so direkt, woran es liegt. Aber ich glaube auch nicht, ne, dass ich mit am Kabel wackeln und was dran ändern kann. Aua. Na gut. Beruhigungsmittel. Schön. Oh Mann, ey. Ich kriege mir schon wieder leicht Kopfschmerzen, also ich muss auf jeden Fall gleich aufhören. Auch wenn es noch gar nicht so spät ist. Die Kiro regt mich mal ganz schön auf. Also gerade der Gegnertyp hier macht mich halt echt fertig. Muss ich auch mal so sagen. So von allen Gegnertypen ist das halt echt ziemlich dumm. Hä? Wer lebt denn hier noch? Hä, warum lebt er noch? Habe ich den nicht schon getötet? Ach, ich habe ja gerastet, Mensch. Das hört sich mir richtig komisch alles an. Ah. Na gut, wollen wir mal kurz noch wissen, erkunden, wo wir gerade. Nee, lass mich. Oh, fick dich, wirklich. Ach, die Typen sind so ärgerlich. Also, ich wäre sehr glücklich, wenn die Kanonentypen aufhören. Das Problem ist aber, dass die Gegner können eigentlich nur schwerer werden. Also, egal welcher Gegner jetzt als nächstes kommt, der wird wahrscheinlich noch nerviger. Warum ist hier überall Blut? Ich finde das nicht gut. Bin ich jetzt unten bei der Schlange? Das sieht nach einer großen, großen Arena aus. Ernsthaft? Ich meine, die Blutspuren führen hierher, aber ich bin gerade eine riesengroße Kammer durchlaufen, in der absolut nichts drin ist. Ich habe Schwierigkeiten, das zu glauben. Na gut, ja, was soll's. Generell ist ja alles ziemlich groß und dass hier irgendwas ist. Oder wäre das der andere Weg hier rein gewesen? Hm. Welchen Wald bin ich jetzt gelandet? Hm. Will ich hier sein? Aua. Tief von Ashina. Giftbecken. Verborgener Wald. Habe ich mich gerade ernsthaft dahin teleportiert? Habe ich mich nicht gerade dahin teleportiert, wo ich gerade bin? Nee, habe ich nicht. Ich habe mich woanders teleportiert. An einen Ort, an dem ich gar nicht möchte, nämlich da, wo ich gerade war. In den... Davor halt. Naja, gut. Was ist das hier für ein Zeug? Schmetterlinge? Tote Schmetterlinge? Okay, was habe ich jetzt schon wieder auf... Oh nein. So wie sich der Ton gerade für mich anhört, klingt das sehr komisch. Die armen Hühner. Hey, der Ton klingt wieder normal für mich. Juhu, es hat sich wieder gefangen. Interessant. Also ganz normal klingt es immer noch nicht. Wer bist du denn? Oh, ja. Wenn ihr den Weg des Buddha kennt, würdet ihr jemanden töten, der sich ihm entgegenstellt? Jemanden, der sich Buddha entgegenstellt. Genau.
Derjenige, von dem ich rede, versteckt sich in einem verlassenen Tempel dort vorne. Er hat das Dorf mit einem Schattennebel umgeben, damit er die Dorfbewohner zum Narren halten kann. Ein verlassener Tempel? Ja, es ist ein altes Gebäude. Die Tür mag verschlossen sein, aber im ersten Stock sollte es ein Loch geben. Was auch immer ich mit dieser Information jetzt anfangen möchte. Also werdet ihr den töten, der sich gegen Buddha stellt? Ihm glupschen so ein bisschen die Augen raus, oder? Ja. Worum immer wir hier überhaupt sind. Ich finde diesen Ort ja minimal creepy. Ah, man nimmt tatsächlich Feuerschaden, wenn man durch Feuer läuft. Das kommt jetzt als große Überraschung. Leichter Körper. Ich versuche gerade einen Bot zu verkaufen. Sehr interessant. Aber ich kann halt gerade nicht reporten und bannen. Also. Das ist das Vogel. Yay, Kühchen. Der Wald hat was sehr Beruhigendes, muss ich sagen. Ist geil, dass jeder zweite Schuss nicht trifft. Naja, das war vielleicht ein bisschen Munitionsverschwendung gerade. Ich sollte eigentlich mal ein bisschen sparsamer mit den Schüssen in die Umgebung, wenn ich daran denke, dass ich das jedes Mal... Oh nein, Geister? Geister. Ich hätte es gedacht, dass ich die... Auf seinem Board... Ach, keine Ahnung, das ist halt irgend so ein... Bot, der hat geschrieben, warte mal, OMG, I just won some Google Pay Money Gift Cards for my cousin from, und dann, vor allem for my cousin. Warum eigentlich immer cousin? WTF? Welche Leute will man damit dann ansprechen? Und dann ist dann halt so ein komischer Link, auf den du klicken sollst. Das ist ganz toll. Habe ich die Tasche schon gekriegt? Also nee, den Tag habe ich den Bot gekriegt, der meinte, oh, awesome stream, I just love when you play Gothic 2 Night of the Raven. Halt genauso wie die Steam-Beschreibung gesagt, was halt total dumm ist. Der Bot hat dann versucht, dir was zu verkaufen. Ich glaube, Overlays waren es wieder. Wobei ich doch alle Overlays habe, die ich haben möchte. Ein Schriftzug, wo dran steht, wie oft ich gestorben bin. Meine eigene Hackfresse. Das reicht ja wohl als Overlay, oder? Ich weiß nämlich gar nicht, wie diese Krieger hier kämpfen. Ich habe die jetzt gerade in den Garten getittert. Scheiße. Also wenn ich Verblutung anstellen würde, würde ich... Ey, echt jetzt? Ah, jetzt. Echt jetzt? Oh, das ging schnell. Echt jetzt? Irgendwo weiter oben hat es einen Bogenschütz, wollte ich gerade argumentieren. Der übrigens einen krassen Winkel hat. Also was frage ich mich, wer darauf reinfällt? Ne, ich denke mal, es geht darum... noch eine Runde. Ist genau wie bei den Kongo-Scammern. Hey! Es geht darum, dass das die Dümmsten das klicken. Also nicht, dass die Leute sich denken, was ist das denn für ein Scam, sondern das ist halt wirklich... Ist denn dieser verdammte Bogenschütze, das wirklich? Das hat Leute drauf reinfallen, die. Das muss so dumm sein. Okay, da oben ist er anscheinend. Dass das wirklich nur die drauf reinfallen, die auch weitermachen. Weil das Ding muss ja bedenken, als Scammer willst du ja auch, dass die Leute nicht. Willst du ja auch das nicht. Ach, meine Fresse!
Würdest du ja nicht unnötig Aufwand an Leute verschwenden, die dich am Ende, die deine Zeit nicht vernünftig honorieren. Also willst du erreichen? Dass nur Leute weitermachen, die sowieso auf so einen Scheiß reinfallen. Das sind die, ist der nigerianische Prinz ja auch so dämlich jetzt gehen. Dann halt wirklich nur die Idioten weitermachen. Weil sonst verschwendest du ja dein Geld, deine Zeit halt auf jemanden, der am Ende. Sind das schon wieder Schlangenspuren an der Wand? Oder muss ich sagen, bin ich dir irgendwas? Der am Ende rafft, dass es ein Scam ist und dann. Sieht halt echt aus, das könnte man auch wie hinter langrennen, ne? So Worldwide-mäßig. Achso, oder ich kann das jetzt schon. Dann kann man die Erbsen benutzen? Achso, weil das Illusionen sind, meinst du? Bestimmt. Aber ich habe jetzt nicht so viele davon, dass das jetzt lohnen würde. Die Typen sind jetzt auch nicht jetzt. Ja, hier nehme ich auch Knallsamen. Hm? Heißt das da oben nicht wieder der Buddha, wo ich gerade herkam? Das ist ein anderer. Das ist der gleiche Buddha. Okay, gut. Komm ich wieder zurück? Nee. Scheiße. Oh Mann. Na gut. Wie ist denn das mit Sekiro eigentlich, wenn man einfach mitten in der Landschaft abspeichert? In Dark Souls ging das immer wunderbar. Da konntest du halt einfach mitten auf dem Feld sagen, Ende. Aber ich habe das ehrlich gesagt hier noch nie ausprobiert, weil ich irgendwann ein Buddha war, wenn ich fertig war. Meistens, weil ich tot war. Dessen keinen Bock mehr hatte. Hey! Müssen aber extrem viele sein bei den Spams, die da rausgehen. Das wird ja gemacht, weil es funktioniert. Ja, das ist halt eine gewisse Dingsrate, aber das ist ja genau der Punkt an nigerianischen Spam. Du hast halt so viele Nachrichten, also du spammst natürlich an alle raus und machst es so dämlich wie nur irgend möglich, damit irgendjemand drauf reinfällt und die Leute, die darauf reinfallen, weil es halt so dumm ist. Weil irgendwann musst du ja anfangen mit den Typen wirklich, um ihn wirklich abzuziehen, musst du ja wirklich mit denen interagieren. Und das ist der Moment, wo du möchtest, dass du wirklich nur die Dümmsten der... Wo du möchtest, dass du nur die Dümmsten der Dümmsten... Ich kann den Hund nicht anvisieren. Also die Geist-Zombies hier sind nicht besonders helle, muss ich sagen. Ich glaube, Geist-Zombies ist recht treffend, oder? Aber dafür bringen sie auch gut XP, ne? Also ich muss halt nicht viel machen dafür. Für die Burschens. So, haben wir jetzt abschließend geklärt, warum die Spambots immer so dumm sind. Mit Adjust One for my cousin. Ja, prinzipiell stehen ja relativ schlaue Leute hinter so Scam. Ich weiß nicht, ob das das irgendwie das ist. Das. Dass auf ein gewisses Milieu ausgelegt ist, das mit der Teil mit dem Cousin. Was ist das? Der Text sagt halt wirklich, OMG, I just won some Google Play Gift Cards for my cousin form. Dings, dann kommt ja so ein komischer Link-Shortener. Was die heute noch gibt, die Link-Shortener, ist übrigens auch so ein Ding. Ich frage mich halt wirklich, was das ist. Die Erwähnung des Cousins scheint mir halt irgendwie total überflüssig zu sein. Das würde jetzt für mich nichts ändern, aber. Oh, jetzt machen wir noch. Warte mal, ich muss hier mal kurz. Hey, ich versuche gerade ins Menü zu kommen. Ich muss hier nämlich mal eben mein gutes Subimaru benutzen. Och nein! Was geht das wieder los? Jetzt kennt weg dieses dumme auf. Ich weiß immer noch nicht, wie ich die Axttypen richtig blocke. Ja, das sind quasi wieder. Das sind wieder die Banditengegner aus den Ashina-Traum. Oder Erinnerungen, wie auch immer. Oder den Hirata anwesend, so rum war das.
Gut, haben wir jetzt alle umgehauen. Oh, hier lebt immer noch irgendwo einer. Na, was wird's? So, wie die Mauer sei, wir sind fertig für heute. Hoffe ich alte Leute? Das kann natürlich auch sein. Das habe ich heute erst wieder so ein... Moment, anders. Ich habe einen Kommentar-Thread gelesen, der sich da... Da ging es eigentlich um die türkische Wiederwahl. Also in Istanbul machen sie jetzt ihre Wahl neu, weil die letzte Wahl hat dem Diktator nicht gefallen. Und deswegen müssen sie die Wahl wiederholen. Weil irgendwie die gefälschten Wahlzettel alle waren nur so bei der ursprünglichen Wahl. Das ist halt total scheiße. Das müssen sie dann nochmal wiederholen, damit es richtig läuft. Da hat jemand das typische Beispiel angeführt, wie das... Da war da erstmal so ein historisches Foto hier. Das gab zu der Hitlerwahl 1933. Gab es ganz auch sehr interessante Bilder. Da war ein großes Bild. Hier Adolf Hitler wählen oder B, nein, das war so ein kleinerer Kreis. Das ist richtig dumm. Und dann jemand ein modernes Beispiel für sowas angeführt. Wenn du halt irgendwie, wenn du so aus so Datensammlung Sachen rausopten möchtest, dann hast du ja auch wieder so ein, ja, Opt-in, ja, ich möchte, dass hier Facebook, Google, wer auch immer meine Daten sammelt. Oder wenn du dann drückst, unten super, super extra Sonderoption, nur für Experten, machst du Seite 2 auf, denn hier, wählen sie hier nur für Experten, wählen sie diese Option nur, wenn sie wirklich wissen, was sie tun. Nein, ich möchte nicht, dass meine Daten gesammelt werden. So wird das auch oft verkauft. Das ist mir, wo ich tatsächlich mit meiner wortwörtlichen Oma interagiert habe und mir, die hat neuerdings ein Tablet und Internet, erklärt habe, wie das, so ein paar Sachen erklärt habe, da auch so, ah, naja, aber hier, da ist doch, Die sind, alte Leute sind sich halt immer so unsicher, oder generell Leute, die vom Computer keine Ahnung haben. Man braucht ja auch ein gewisses Selbstbewusstsein, um einfach mal so zu klicken. Naja, wir klicken hier mal rum oder generell mal rumzuklicken. Wie komme ich jetzt eigentlich auf dieses Dach hier rauf? Das hätte ich ja nicht gerne noch geschafft heute, bevor ich hier Schluss mache. Bioso-Trojaner verpassen? Ja, keine Ahnung. Ich werde jetzt nicht draufklicken. Ich könnte mit meinem Linux-Laptop draufklicken. Das ist relativ obwohl, naja, gut, das ist wahrscheinlich irgendein Ding, was im Browser läuft. Insofern ist es nicht mehr das, sicher. Irgendein lustiger JavaScript, der irgendeinen Spaß macht. Man könnte sich das schon. Ja, gut, ich könnte auch eine. Ich könnte vor Emmern mal. Achso, ich habe einen Hund vergessen hier, oder? Mehr als einer? Ist mehr als ein Hund, oder? Da hinten ist sogar noch ein Bogenschütze. Wie könnte ich den denn? Oder kommen die Zombies wieder? Die Geister hier. Long story short, ich verstehe die Scammer auch nicht. Also, das ist. Ich glaube auch weniger, dass es Scam ist mit diesen. Oh mein Gott, hier Google Play-Dingsbums-Karten. Oder das ist halt irgendein Pyramidensystem. Man kann ja wieder jetzt reinkommen. Das probieren wir nächstes Mal. So, jetzt aber Schluss. Beim nächsten Mal. PSD, dann kommen wir mal wieder. Ach, verdammt.